Hallo, hallo, meine Lieben. Herzlichen Glückwunsch, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn's heißt, da ist der Harry. Akkurat glücklich sein. Oder jetzt geht's wieder rum beim Harry. Herzlichen Glückwunsch, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht's wieder um einen Staubsauger. Du wirst es nicht glauben, um einen Staubsauger. Du wirst jetzt langsam sagen, der spinnt doch, wie viel Staubsauger braucht denn der noch? Aber es ist eigentlich so, dass ich euch die ganze Familie mit Staubsauger versorge und dann einfach die Video vorher mache. Und die freuen sich natürlich, dass sie immer von mir einen tollen Staubsauger kriegen, gell? Diesmal geht es wieder um einen Ultenic-Staubsauger, und zwar geht es um den Ultenic V12 Fessler. Ganz ein neues Gerät, ganz weiß nicht, wahrscheinlich gutes Gerät. Ich habe den Ultenic FS1 schon da, der mit dieser Absaugstation ist, sodass du praktisch mit dem ganzen Staub nicht in Berührung kommen kannst. Der wohl praktisch für Allergiker und Tierbesitzer extrem toll ist. Davon habe ich schon ein paar Videos gemacht. Muss einfach eingeben in der Suche Ultenic, dann findest du auch die Videos. Und jetzt geht es um den Ultenic V12 Fessler. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ich kann es dir ganz klar sagen, weil ja V12 ist. Wir fahren jetzt dann mit dem V12 dort wohnen. Und das ist nicht schlecht. Also V12 gibt es nicht mehr so viele. Weil mit den ganzen Grünen da und mit dem ganzen Scheiß. Da heißt es ja, komm, fahren wir ein bisschen Elektro. V12 Elektro. Also, Ultenic V12 Fessler, momentane Preisempfehlung um die knapp 199 Euro. 25,9 Volt, hat einen 1 Liter Staubbehälter drin, hat ein grünes LED-Licht. Das werden wir nur testen. Was das bringt, das weiß ich nicht, weil die LED-Beleuchtung bei den anderen ist ja alle weiß. Ich kann es mir jetzt nur vorstellen, dass du den Staub besser siehst. Also, ich bin ja ein echt liebender Nachtsauger. Und deswegen muss ich sagen, stört mich das so brutal. Ich habe ja diesen Dyson, der hat das LED-Licht, der stört mich wie Sau. Und außerdem nehme ich sowieso meinen Einheitsstielstaubsauger viel lieber wie den Dyson. Meine Frau sagt schon mal, warum nimmst du nicht den Dyson? Da sage ich, weil der Einheit steht im Wohnzimmer und der bleibt da. Den nehme ich viel lieber. Und nehme ich auch viel öfter. Und ich bin wirklich bekennender Nachtsauger, weil ich das so geil finde, wenn du den ganzen Dreck am Boden siehst. Es ist halt einfach komischerweise, wir sind zu zweit in der Wohnung und du tätschst dann vermeiden, was mir, okay, wir haben zwei Papageien, ab und zu springen die Hunde oder das Haus, doch die wollen es nicht hören, durch die Wohnung. Aber machen wir weiter. Das grüne LED-Licht werde ich im Test sehen. Was es bringt, weiß ich nicht. Ungefähr 45 Minuten Laufzeit, das hat der andere auch, 450 Watt, hat ungefähr knapp 2 Kilo. Hat einen LED-Bildschirm, hat 30 kPa Saugkraft, hat eine Teleskop-Stielverstellung, 180 Grad drehbar, eine Wandhalterung und ein einfaches Entleeren und Säubern und Warten des Filters. Schauen wir mal. Ich würde sagen, aber jetzt packen wir ihn aus und gucken uns den an. Ich glaube, ich kriege nur so eine richtige Staubsaugerphobie. Na, Phobie, nicht Staubsauger. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie schon geil. Vielleicht sollte ich noch einen Staubsauger-Testkanal machen. Wäre vielleicht auch nicht blöd, gell? Da gibt es nämlich schon, weil hab ich habe schon gesehen. Und die haben einen ganzen Massenstaubsauger drin. So, jetzt. Das Gerät kommt so zu uns. So sieht das Ganze aus. Du hast natürlich, das werden wir uns gleich anschauen, Bedienungsanleitung dabei. Dann hast du für die Garantie Registration, kannst du hier registrieren. Für die Garantie. Du kannst extra 6 Monate extra Garantie irgendwie machen. Fahrst du Service, du hast also den ganzen Service, super VIP-Service dabei und all das, alles dabei. Es ist alles dabei. Und ich als Ultenic-Doppelbesitzer habe sowieso einen extremen VIP-Service. So, jetzt schauen wir mal, ob das in. Das können wir nicht lesen. Keinesfalls. Also, Attenzione, Reparation, Use, Assembly, Pico, Wartung, da schon her. Also, es ist alles auch in Deutsch übersetzt, also wirklich auch eine gescheite deutsche Anleitung dabei, richtig lange Anleitung dabei, Vorsichtsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden den auch ohne Bedienungsanleitung hinbringen, dass er saugt. Aber jetzt schauen wir uns das mal an, das Ganze. Hier haben wir mal einen kleinen Filter dabei. Was ich natürlich krass finde heutzutage, dass immer alles tausendfach in irgendwelche Dinge eingeschweißt ist. Hier haben wir schon mal ab oben, der kommt dann irgendwo wahrscheinlich rein. So, dann haben wir hier einen Akku.
Da gibt es so eine Ultenic-App, Online-Support, steht da. Bin ja gespannt, ob da zwei dabei sind. Weil das finde ich schon immer cool, wenn es zwei wären. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir dabei die Fugendüse. Fugendüse. Dann haben wir dabei eine flache Düse, wo man umstellen kann. Moment. Das praktisch ohne oder mit Bürste saugst. Das finde ich auch sehr gut. Dann haben wir die Bodenbürste dabei. Dieses Gelenk bin ich natürlich schon gewohnt von Ultenic, weil das ist bei uns auch so. Und was sie natürlich wieder extrem geil sind, sind die Gummirollen. Und das sind wirklich Gummirollen. Das sind wirklich Gummirollen. Das ist kein Plastik, das ist Gummi. Und deswegen rollt auch der andere von mir extrem leise über den Boden. Und das finde ich auch gut. Du hast natürlich wieder da drin, dass es die Haare abschneidet da unten. Da. Das hast du mit drin. Du hast LED-Beleuchtung mit drin. Da kannst du es wahrscheinlich aufmachen. Wenn du da ziehst, kannst du ganz easy schnell die Bürste rausmachen. Schau. Zum Säubern. Und diese Haare, wo ich mir gedacht habe, das ist so fein oder so, die sind richtig gut fein. Das ist echt richtig gut und das ist auch bodenschonend für die. Das ist also, ja, bei manchen ist das schon ein bisschen krasser. Weil wenn du halt jeden Tag, also ich saug bei mir Minimum dreimal am Tag raus, wir haben Papageien und die machen echt, ja, wir sind zwar jetzt schon im Wintergarten drin, aber die schaffen es trotzdem, immer den richtigen Dreck zu machen. So, dann haben wir natürlich das Hauptbestandteil, der Motorkopf. An dem Motorkopf hätte ich mir jetzt, ich bin das halt gewöhnt von Einheil, so ein bisschen gummiert, wäre toll gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, vom Filter her musst du hier drücken, dann kannst du den Filter abnehmen. Du kannst, das ist wieder auch so eine Art Film, da ist sogar noch, schau, da ist der Filter schon drin, das wäre jetzt ein extra Filter, ich hätte ihn gar nicht auspacken müssen, der ist schon drin, da ist ein extra Filter noch dabei. Der Motorkopf schaut natürlich auch gut aus, gell? Und zum Aufsetzen, ja, schau, müssen wir andersrum machen. Also hier ab oben, da kannst du den Filter dann rausnehmen. Das hier ist so ein Ding, kannst du auch noch rausnehmen. Jetzt sieht man, wie groß das ist. Hier einklappen, nicht vergessen. Filter drauf, ab nach oben und dann der Motorkopf drauf. Da brauchst du jetzt nur hergehen, hier schon Nase, hier rein und dann ist es schon fest. Und wie gesagt, zum Aufmachen hier. Ein Schalter wahrscheinlich da. Beleuchtung, Lichtgas einschalten und da denke ich mal, kannst du es regulieren. Bin ja gespannt, wie viel der Akku vollgeladen ist. Der Akku brauchst du wirklich bloß nur so reinstecken. Dann ist er fest. Hier ist das Ladekabel, Ladestecker. Hier aufmachen. Das ist. Hier hast du. Das ist alles gut gemacht, muss ich sagen. Natürlich alles Kunststoff, ist klar. Aber es ist alles gut gemacht. Hier ist schon so ein Gummideckel drin, dass ich rausfallen kann. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ich glaube es nicht. Maximalanzeige, wenn du so voll ist, ausleeren. Und das Coole ist halt das, du kannst jetzt ausleeren, auch wenn das, wenn die Stange noch dran ist. Wir holen mal die Stange. Da haben wir hier noch eine Wandhalterung. Dann haben wir hier das Ladegerät.
Und was haben wir hier noch? Die Wandhalterung fürs Zubehör. Ja. Da kann schon dann damit hinhängen. So, dann haben wir unten drin das Saugrohr. Es ist sehr stabil gemacht, es hat auch Gewicht. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Es ist teleskopisch verstellbar in verschiedenen Positionen. Seht ihr das? Machen wir den da drauf. Und dann machen wir die Bürste drauf. Du kannst ja die jederzeit auch, du kannst dir jederzeit auch die da drauf machen. Aha. Und dann kannst du es entweder kurz oder lang nehmen, das ist egal. Ja, cool. Ah, das ist jetzt einmal eine Sache. Cool. Zeige euch gleich. Zeige euch. Ich hoffe, man sieht es soweit. Da muss ich jetzt einmal schnell. Warte mal. Du schaltest hier ein. Seht ihr das? Batterien zeige, wie viele Minuten du gesaugt hast. Das Licht kannst du einschalten. Da kannst du die Stärke einstellen. Das finde ich echt cool, das schaut doch cool aus, oder? Vor allem, wenn du natürlich siehst, wie viele Minuten du gesaugt hast, das ist ja auch wichtig, weil dann kannst du nämlich, also wenn jetzt wir als Männer saugen müssen, und dann kannst du sagen, du, das habe ich jetzt ganz, also ich schaue jetzt nie auf die Uhr, wie lange ich zum Saugen brauche, aber wenn ich es dann sehe, sage ich, du, ich habe eine halbe Stunde lang die Wohnung gesaugt. Also gell, wenn die sagt, du machst nie was oder so, dann kannst du sagen, du, jetzt müsstest halt bloß noch speichern, gell? dass du zwei Personen speichern kannst, männlich und weiblich. Und dann sagst du, wie viel hast du gesaugt, wie viel habe ich gesaugt. Und mit diesem Licht. Mit Licht. Das ist ja ein schönes Spielzeug. Da macht der Staubsaugen gleich wieder Spaß, oder? So, dann probieren wir noch die Bürste drauf. Also der Staubsauger war jetzt schon vollgeladen, ist fast voll der Akku. Schaut mal ein. Und dieses, das ist das grüne Licht, was da dabei ist. Was das im Endeffekt bringt. Du wirst es jetzt nicht glauben, gell? Du wirst es nicht glauben, aber du siehst extrem den Dreck. Du siehst wirklich extremen Dreck. Also mit der normalen LED-Beleuchtung siehst du das nicht so. Aber du siehst richtig jetzt, bei mir ist jetzt in der Werkstatt natürlich ein Bodendrecker, das ist ja klar. Aber du siehst extrem, wie holprig oder wie die Beige vom Dreck. Ohne Schmarrn, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deswegen wird das grüne Licht sein. Das finde ich echt genial. Da mache ich aber extra Video davon, dass man das auch wirklich sieht. Ich hoffe, das kann ich irgendwie rüberbringen. Das wäre cool. So. Wie gesagt, lang, kurz verwendbar. Was ich gut finde, ist jetzt auch, dass das zum Lösen, also zum Verlängern, unten ist. Weil du nimmst es nämlich immer intuitiv so her. Oh, das war ein Schraubstock. Verdammt. Du nimmst es immer so her, intuitiv, und nimmst es, also bei mir auf jeden Fall.
Und was ich natürlich noch mehr genial finde, das Doppelli. Weil, wie gesagt, ich bin bekennender Nachtsauger. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den wirklich meiner Tochter gebe oder ob ich ihn selber behalte und den Dyson weitergebe. Weil das finde ich natürlich mega mit dem Licht. Das finde ich wirklich mega. Und ich sauge, wie gesagt, am liebsten in der Nacht. Okay, du musst im Wohnzimmer bei uns öfter raussaugen, wegen die Vögel. Aber das Gute ist halt auch extra Filter noch dabei. Den muss ich jetzt wieder einpacken, der Trecker dort. Die Wandstation dabei, du kannst da das Ding nur hinmachen fürs Zubehör zum Hinhängen und das Akku-Ladegerät dabei. Da ist es halt so, du kannst jetzt nicht in die Wandstation stecken, sodass er automatisch lädt, sondern du musst immer anstecken. Das ist jetzt so ein Fall, wo ich mir gerne hätte gewünscht, dass das automatisch geht, sobald ihn in die Station steckt, wird er geladen, so wie beim Dyson. Das wäre mir lieber gewesen. Gell? Und auch vom Gelenk wieder, du kannst ziemlich flach saugen. Und der bleibt selbst, wenn ich ganz unten bin, am Boden, schau. Du kannst ganz flach saugen und der ist trotzdem noch am Boden unten. Und das ist ein riesen Vorteil, finde ich. Das ist ein riesen Vorteil. Das ist echt gelenkig und die Gummirollen, die finde ich mega. Die finde ich schon beim anderen mega. So, wir sind am Ende von dem Video, würde ich sagen. Ihr habt es wieder gesehen, der Harry mit seinem Staubsaugerspiel hat wieder zugeschlagen. Ich verlinke euch natürlich das Gerät unten in der Videobeschreibung. Und sobald ich das Testvideo gemacht habe, kommt es auch unten in die Videobeschreibung rein, sodass ihr auch gleich direkt auf das Testvideo zugreifen könnt. Kommt als nächstes, könnt ihr euch das angucken und schaut mal rein. Wenn immer Prime Day ist, oder meistens haben die eher ein gutes Angebot, aber gerade beim Prime Day oder so kriegt man die Sachen teilweise echt günstig. Ja? Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass du wieder dabei warst, wenn der Harry wieder mal einen Staubsauger hat testen können. Und wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich wieder mit einer Maschine oder einem Staubsauger oder irgendwas anderem oder in Italien oder wie es halt hinausgeht. Also, danke, 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 bleib gesund, bleib wie Büsch und schau wieder ein, wenn es heißt, da geht es wieder rund beim Harry. Akku rein glücklich sein. Ciao, servus, mach's gut.